Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 9 Updates und 14 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei The German Locomotive Driver alias Mike und Stefan für die Mitgliedschaft als Hofkönig. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr Hofkönige seid. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates und das erste Update kommt für die Maibaumfarm von Cavalier Roy. Downloadgröße 204,69 MB jetzt in der Version von 1.2.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, behebt Probleme mit einigen Bäumen, die das Spiel zum Absturz brachten. Die BGA wurde gefixt, damit sie über eine höhere Lagerkapazität verfügt. Ein neuer Spielstand ist erforderlich, damit diese Änderung wirksam wird. Einige schwebende Hecken gefixt. Entfernte Berge angepasst, Foliage-Updates für Feldwege, Namen der Verkaufspunkte aktualisiert, Hintergrund ausgetauscht und Details hinzugefügt. Kuhställe auf den Farmen im Nordwesten und Südwesten haben jetzt eine Kapazität für 1000 Kühe. Kautionsverträge gefixt, PDA aktualisiert, Relight-Umgebung von Suchsneak implementiert. Für PC- und Mac-Spiele ist die Karte jetzt bereit für den Grace-Mod. Savegame kompatibel, aber für mehr BGA-Speicher wird ein neues Spiel benötigt. Das nächste Update kommt für das Ponce Harvester Pack von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 34,46 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zweite Innenkamera gefixt. Hinweis zur Benutzung bitte auf Fahrtrichtung wechseln stellen, da sonst der Sitz im Weg ist. Ebenfalls von HR Forst und Fahrzeugbau kommt das nächste Update und zwar für den Ponce Scorpion King. Downloadgröße 39,03 MB jetzt in der Version von 1.0.1.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Logfehler behoben. Der Massey Ferguson 6S 7S von KRKZ Modding kriegt das nächste Update. Downloadgröße 33,11 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Shop-Artikel hinzugefügt, den Massey Ferguson 7S, Tagfahrlicht hinzugefügt für den MF 6S, Passagierunterstützung hinzugefügt, ebenfalls für denselben Traktor. Der Basispreis wurde erhöht, ebenso für denselben Traktor. Das Blockgewicht wurde verbessert, Fahrgestellfarbe geändert, Bildschirmabziehbilder geändert, Schattenfehler behoben, Grid-Bugs behoben, neue Details hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Kubota Pack Beifahrer Erweiterung von GTX, Downloadgröße 52 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Passagierunterstützung für Traktoren der Valtra Q und der Valtra T-Serie hinzugefügt. Passagiere können diese Fahrzeuge nicht betreten, wenn das Fahrzeug im Rückwärtsgang betrieben wird. Passagierunterstützung für die Vermeer ZR5 1200 hinzugefügt. Passagierunterstützung von den Aero Grapeliner Serie 7000 hinzugefügt. Neue KI-Passagierfunktion hinzugefügt, nur im Einzelspieler. Neue Einstellungen zum Bildschirm, Spieleinstellungen hinzugefügt, damit der KI-Passagier angepasst werden kann. Neuer KI-Stil XML, damit KI-Passagierstile hinzugefügt oder entfernt werden können. Die XML-Datei wird beim ersten Laden erstellt unter Farming Simulator Mod Settings und K-Passenger Extension. Das nächste Update kommt für das polnische Big Bag von Tyson, Downloadgröße 0,98 MB, jetzt in der Version von 2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Mehrfachkauf bereit, Polkal Bicalc Plus hinzugefügt. Der Fendt-Vario 500 S4 kriegt das nächste Update, kommt von Moss Agrar, Downloadgröße 28,13 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Simple IC Pack Konfiguration hinzugefügt, diverse visuelle Fehler behoben. Dieser Traktor ist mit einer Sensorkonfiguration für die Precision Farming vorbereitet. Das nächste Update kommt für den Marshall ST1800 von AREC, Downloadgröße 3,57 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neues BKTi1 Ballonreifen-Setup hinzugefügt, Warndreieckskonfiguration hinzugefügt, Blendung und Dreiecke hinzugefügt, die Position der abnehmbaren Zapfwelle wurde korrigiert, die Radnamen wurden ersetzt und Übersetzungen korrigiert. Das letzte Update kommt für den Kyrowetz K700 von Timerschianov 1002, Mac und Erlan 10, Downloadgröße 51,01 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Getriebe im Automatik-Schaltmodus korrigiert, Traktoraufkleber und Texturen korrigiert, neue Traktoranimation hinzugefügt,
Traktor-Sounds verbessert. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Farmall 46560 von Adams Kong. Downloadgröße 12,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Traktor hier, kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 50 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 27 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,7 Tonnen und kostet 3.500 Euro. Das Frontgewicht kann hinzugebaut werden zu 9. Dann 45 Kilo, 90 Kilo, 135 Kilo, 180 Kilo, 225 Kilo und zurück zu Standard. Der Auspuff kann geändert werden zwischen Design 1 und 2. Der Sitz kann geändert werden ebenfalls zwischen Design 1 und 2. Kotflügel können entfernt oder hinzugefügt werden. Lichtposition gibt es einmal die Version, wo das Licht hier hinten ist oder eben vorne. Das sind diese zwei Versionen. Dann gibt es bei der Motorenausführung den C221 mit 50 PS, den D236 mit 55 PS, den 282 mit 60 PS, den 263 mit 68 PS und dann gibt es noch den D282 Turbo mit 80 PS. Reifenvarianten gibt es Dreirad oder Vierrad. Dann gibt es noch eine zweite Version davon. Das ändert allerdings das Hinterrad. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen diesen Rottönen hier. Die Felgenfarbe ebenfalls, plus gibt es hier Weiß, Grau und Schwarz. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Unia PZ3, kommt von Schwagier Presses, Downloadgröße 2,83 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist es dieser Pflug. Hier wiegt 180 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 m, 10 km/h. Ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 1200 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Lizard Z283, kommt von QWERTYPL, Downloadgröße 5,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Wender hier, wiegt 165 Kilo, braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,70 m, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 5000 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von T25 zu MF255, C360 und zurück. Was dies verändert, kann ich leider nicht sagen. Ich kann hier keine Änderung erkennen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft den Rahmen plus die Schwungräder. Die Designfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft die Rollräder. Dann die nächste Designfarbe betrifft das Gestänge. Und die letzte Designfarbe ist diese hier, betrifft die einzelnen Elemente hier. Die nächste neue Mod heißt Lizard 600L, kommt von QWERTYPL und Patalogia, Downloadgröße 3,83 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Kalk-Mineraldüngerstreuer hier mit einem Volumen standardmäßig von 600 Litern, 180 Kilo wiegt dieser, 24 Meter Streuweite hat dieser, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h, Kostenpunkt 4.500 Euro. Ein Aufbau kann hinzugefügt werden zu 800 Liter, 1000 Liter und zurück zu 600 Liter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft den Rahmen. Die Designfarbe 1 kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft den Trichter. Und die Designfarbe 2 kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft den Aufbau. Der Carfini Synthesis von Pepe978 ist die nächste neue Mod. Downloadgröße 7,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Spritze hier, natürlich für Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel, hat ein standardmäßiges Volumen für das Füllgut von 400 Litern, 200 Kilo wiegt dieser, braucht 45 PS, Sprühweite 3 Meter, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 4.550 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden für kleine Anhängebreite, mittlere und große Anhängebreite. Das ist das, was hier sich unten ändert, also ist ein der Bolzen ist einfach jeweils ein bisschen größer. Kapazität, die kann erhöht werden von 400 Litern auf 600 Liter und zurück zu 400 Liter. Die nächste neue Mod heißt Bressel und Lade H55 Containerhaken von Deutzfreak WSM. Downloadgröße 0,91 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Haken hier? Dieser wird angebaut, um zum Beispiel IT-Runner-Aufsätze, wie zum Beispiel die Sachen von IT-Runner und anderen Systemplattformen zu bewegen, und zwar mit einem Teleskoplader, Radlader
oder mit einem Frontlader. Das heißt, man braucht nicht immer den LKW oder den Aufsatz dazu, sondern man kann diese auf den Hof so herumziehen. 200 Kilo wiegt dieser, kostet 1200 Euro und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod ist eine Doppelmod und zwar heißt diese hier Lizard CC 5500 von JM Garcia. Downloadgröße 11,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zum zweiten gibt es diesen hier als Los Antonios CC 5000, ebenfalls von JM Garcia. Downloadgröße 12,22 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Wir schauen uns die Lizard-Version an, weil die andere ist genau gleich. Das ist ein Gerät, mit dem man Sachen auf dem Feld zusammenschieben kann und eben auch zum Nivellieren in einem Keilsilo zu gebrauchen ist. Ist in der Kategorie Schiebeschilder, wiegt 5 Tonnen, braucht 200 PS, Arbeitsbreite 5 Meter, 40 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 25.000 Euro. Mit ihm kann man alle Arten von Feldfrüchten auf dem Boden schleppen und zu Haufen aufschichten, die Silos verdichten und in den Silos aufschichten. Man kann auch Materialien wie Schnee und Tiermist sammeln. Ja, das ist im Prinzip ähnlich wie eine Schaufel hinten angehängt und die kann man eben für diese Arbeiten nutzen. Hier haben wir noch die Los Antonios Version. Das ist exakt dieselbe Version. Natürlich ist die Aufschrift anders, aber die Funktion ist dieselbe wie bereits gesehen. Wir kommen zum ZT Eigenbau Frontgewicht von Red Cat 3D. Downloadgröße 0,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Gewicht hier, kommt standardmäßig mit dem Gewicht von 420 Kilo und kostet 400 Euro. Hier kann eine Anhängerkupplung hinzugefügt oder respektive entfernt werden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft die Gewichtselemente. Die nächste Neumod heißt Agrisem Agromulk 6M von Nikodru 55, Downloadgröße 8,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Tiefenlockerer hier, kommt mit einem Gewicht von 3,2 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 31.450 Euro. Die nächste neue Mod heißt Bandeirante Virtus 12500, kommt von JR Modding und Bandeirante, Downloadgröße 11,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Dünger-Kalkstreuer hier, kommt mit einem standardmäßigen Volumen von 12.500 Litern, wiegt 1,8 Tonnen, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 45.000 Euro. Scheiben können hinzugebaut werden und zwar gibt es hier nur als Dekoration hier vorne eine zusätzliche Scheibe hinzugefügt, was aber glaube ich keine Funktion haben wird, sondern ist rein dekorativ. Des Weiteren ebenso dekorativ können noch hier Bügel hinzugebaut werden, ja oder nein. Als nächstes kommen wir zum Joskin 12000B. Dieser kommt von Matthew FS, Downloadgröße 4,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Kipper-Anhänger hier mit einem Volumen von standardmäßigen 12 Kubikmeter, wiegt 3,4 Tonnen und kostet 22.500 Euro. Hier kann gewisse Konfigurationen geändert werden und zwar zu 12.700 Liter, dann zu 14.000 Liter und da gibt es zwei Versionen, einmal hier mit einem Gitter und einmal ohne. Dann gibt es dieselben beiden Versionen bei der 18.000 Liter Version, einmal ohne Gitter, einmal mit Gitter. Zusätzlich gibt es hier noch eine Option mit einer Holzerweiterung. Dann gibt es die 23.000 Liter, auch da gibt es die Gitter- oder Nicht-Gitter-Version, respektive auch die Holzversion. Dann bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Friedestein, Continental, BKT und Trelleborg. Dann beim Design 1 kann gewählt werden Design 1 und Design 2. Und zwar ist es so, bei Design 2 wird hier ein Gitter hinzugefügt, respektive ohne dieses Gitter. Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die nächste neue Mod heißt Kleiner Garten, kommt von Happy Mole, Downloadgröße 4,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Gewächshäuser. Ist dieser kleine Garten hier, Kostenpunkt zum Platzieren 500 Euro, Unterhalt pro Tag 2 Euro. Hier gibt es die Rezepte für Tomaten, Salat und Erdbeeren und zwar immer in zwei Ausführungen. Einmal die Ausführung mit Gartensubstrat, Wasser, Saatgut, Mineraldünger, Stroh, gibt dann Tomaten. Dasselbe gibt es hier für Salat und Erdbeeren. Dann gibt es die Version mit demselben Rezept, außer dass der Mineraldünger ausgetauscht wird mit Mist
Und das sind natürlich dann diese Rezepte hier. Als Information wird angegeben, dass das Gartensubstrat sich im Paket mit Premium-Säcken und Paletten von Happy Mole befindet. Ich habe das installiert, dies ist aber noch nicht abgedatet, also ich habe hier das Gartensubstrat noch nicht gefunden. Ich nehme mal an, dass dieser Mod dann in Kürze auch ein Update bekommt, wo eben das Gartensubstrat hinzugefügt wird. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar heißt dieser Milchkannenstand, kommt von Farmary99, Downloadgröße 16,10 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Dann finden wir hier diesen Stand hier. Zusätzlich kann dieses kleine Element hinzugebaut werden, wie natürlich auch eine leere Kanne kann auch hinzugebaut werden. Haben rein dekorativen Charakter. Im Winter sollen diese Blumen weggehen und die Kanne soll sich decken. Und dann, wenn man hier aufmachen möchte, kann man dies machen. Man muss aber hier rauf hüpfen, denn man kann hier nicht die Treppe hoch, weil es einfach nicht funktioniert, weil man zu groß ist im Vergleich zu der Architektur hier. Hier, das ist diese Dekorationsmod. Es soll im Prinzip die Realität im Jahre 1920 bis 1970 in Finnland darstellen, wo die Milch hier deponiert worden ist und die dann von den Genossenschaften hier abgeholt wurde. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Hereingucken. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Willst du keine weiteren Videos dieser Art verpassen, dann hol dir das kostenfreie Abo ab. Überlege dir doch, Mitglied des Kanals zu werden, um so den Kanal finanziell zu unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.